Es beginnt in einem Labor und endet in einem Sanatorium. Dies ist die Geschichte einer schönen und starken jungen Frau, der permanenten Revolution. Geboren um 1740 in England, zur Familie gehören Thomas Hobbes, John Locke und Adam Smith. Geht dann nach New Virginia, später nach Frankreich. Tritt auf in wechselnden Kostümen und Maskierungen, aber immer die Ideen des Anfangs verfolgend. Eröffnet nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein Großlabor in Westdeutschland. Nicht die Hände, die Hände, die Hände, die Hände und nicht an den Boden kommen, nicht auf den Boden lassen. Einmal bleiben Sie gespannt. Vorsichtig! Herr Fuchsberger, Ihr Ansatz war offensichtlich, haben Sie da auch vorgetragen mit dem süßen Zettel in der Hand, je ernster, je nervöser die Welt, desto mehr spielen wir dagegen an. War das so? Ich habe da eine Sendung übernommen, die ich in Amerika gesehen habe, die hieß Beat the Clock. Schlag die Zeit. Und es war eine Zusammenfassung von Spielen, die aus der amerikanischen Psychiatrie kamen. Es wurden dort psychisch... Das haben wir gesehen. Okay. Los! Man hat in Amerika psychisch gestörte Menschen in Sanatorien oder dort, wo sie waren, mit solchen Spielen befasst, um sie aus ihrer Verklemmung, aus ihrer Erstarrung herauszuholen. Dass sie vollkommen vergessen haben, dass sie da irgendeiner Therapie unterlagen. Und die haben gespielt wie die Wilden. Und da kam in Amerika einer drauf und hat gesagt, daraus machen wir eine Show. Und das war einer der erfolgreichsten der späten 50er Jahre. Und ich habe das dann hier als nur nicht nervös gemacht, Anfang der 60er Jahre hier beim WDR. Wie viele Patienten haben wir dazu geschaut? Eine Nation. Eine verrückte Nation. Eine psychisch gestörte Nation. Eine verrückte Nation, eine psychisch gestörte Nation. Ich hatte diese Sendung durch Zufall im Fernsehen gesehen. Wieso waren die Deutschen, genauer die Westdeutschen, damals eine verrückte, eine psychisch gestörte Nation? Ein Irresein im medizinischen Sinn war sicher nicht gemeint. Eher die Abweichung von einer Norm. Aber von welcher Norm waren die Deutschen abgewichen? Und was galt als normal? Bei meinen Recherchen stoße ich auf eine Konferenz in einem Berliner Theater mit dem Titel You Too Can Be Like Us. Du kannst so werden wie wir. Die sich mit der Umerziehung der Westdeutschen nach 1945 durch die Amerikaner beschäftigt. Im Mittelpunkt steht die Rolle der Psychiatrie und ein Buch mit dem Titel »Ist Deutschland unheilbar krank?«, das 1943 in New York erscheint und dessen Autor der junge amerikanische Psychiater und Gehirnforscher Richard M. Brickner ist. Die berühmte amerikanische Anthropologin Margaret Mead schreibt das Vorwort für Brickners Buch, in dem dieser eine schwere geistige Krankheit der Deutschen diagnostiziert. Eine kollektive Paranoia, die zwangsläufig zum Nationalsozialismus führen musste. Die Therapie, die er zur Heilung der Patienten vorschlägt, heißt Re-Education, Umerziehung, ein Verfahren der amerikanischen Psychotherapie. Brickner ist Teil eines Netzwerks von Wissenschaftlern um Margaret Mead und ihren Ehemann, dem Biologen Gregory Bateson. Das mir schon bei meinen Recherchen über die berühmten Macy-Konferenzen aufgefallen war, zu deren Organisatoren Mead und Bateson gehörten
und das ich in meinem Film Das Netz porträtiert hatte. Die Macy-Konferenzen waren eines der Labore einer permanenten Revolution, wo mit Kybernetik, Systemtheorie und den neuen Sozialwissenschaften die Werkzeuge entwickelt wurden, um den Code für eine Welt als offenes System schreiben zu können. Den Code for Tomorrow. Auch hier war es, wie bei der von Brückner vorgeschlagenen Therapie zur Umerziehung der Deutschen, um das Gehirn gegangen, um die Regulierung von abweichendem Verhalten und die geheimen Tiefen der menschlichen Seele. Das alles scheint mir das Material zu sein, um drei Geschichten nachzugehen. Einer kleineren, ob tatsächlich Spiele aus der Psychiatrie in Fernsehshows verwendet wurden. Einer etwas größeren, ob es dabei einen Zusammenhang mit dem Programm zur Umerziehung der Westdeutschen nach 1945 gab. Und einer großen Geschichte. Der Ideengeschichte einer permanenten Revolution. Was nun beginnt, ist ein Spiel. Ein Spiel, um herauszufinden, ob sich am Ende die drei Geschichten in einer einzigen auflösen lassen. Stopp die Uhr! Es beginnt in einem Labor und endet in einem Sanatorium. Die Geschichte einer permanenten Revolution beginnt in England. Die französischen Denker wie Voltaire waren nach London gefahren und hatten dort die Resultate der englischen Revolution studiert. Ein liberales und aufgeklärtes Staatswesen, von Denkern und Gelehrten bevölkert, und würdig, der Welt als vollendetes Muster zu dienen. Die Natur erscheint als der Ort, wo für dieses Muster anschauliche Modelle gefunden werden. Die Natur wird dabei methodisch gesehen und technisch gedacht, ihr Bauplan wissenschaftlich analysiert und schematisiert, um so den Traum der Revolution von einer neuen Natur, einer Gegennatur verwirklichen zu können. Die Revolution selbst erscheint so als ein wissenschaftliches Experiment, das die politischen Ideen bestätigt, die der Scharfsinn der Philosophen aufgestellt hatte. Wissenschaftliche Erkenntnisse der Naturerklärung werden nun auf die Gesellschaft übertragen und sollen den Kampf jeder gegen jeden beenden. Der Glaube an die Erkennbarkeit und Zählbarkeit der Welt und die Quantifizierung von allem und zwischen allen ist nun das Gebot. Die Geometrie gilt nun als eine der Methoden, die sichere Erkenntnis geben kann, und das philosophische Denken als eine Art Rechnen.
Mathematik und Ratio übernehmen jetzt die Herrschaft. Denn eine Revolution kann nur geometrisch gemacht werden. Statt der gestürzten alten Götzen von Religion und Gottesgnadentum herrschen nun die Schwestern der permanenten Revolution, die Göttinnen Vernunft, Wahrheit und Gleichheit. Wie aber aus den Trümmern der alten Gesellschaft den idealen Menschen formen, der zu den neuen Mustern der Demokratie passt? Einer der Vordenker der Revolution, der Philosoph und Pädagoge Jean-Jacques Rousseau, hatte das Bild eines Menschen entworfen, der im Naturzustand, dem Gegenbild zu einer unvollkommenen Zivilisation, den Einklang mit der Natur sucht. Bei den primitiven Naturvölkern, bei den edlen Wilden und im reinen, noch unverdorbenen Kind, das nur noch zum Guten erzogen werden muss, vermutet er, wie andere Philosophen des 18. Jahrhunderts, naturnahe Lebensformen, die diesem Ideal nahe sind. Das Endziel der Revolution aber ist es, die Erde zu einer Weltgesellschaft der Gleichen zu machen, wo sich nicht nur die aus allen Bindungen der Herkunft, Familie und Tradition befreiten Einzelnen, sondern auch die verschiedenen Staatswesen in einem einzigen Weltbundesstaat vereinigen werden. Eine der ersten Maßnahmen der Revolution ist die Umwandlung einer Pariser Kirche in ein Konservatorium für Maschinen. Die Republik der Wissenschaften, zunächst nur eine bloße Allegorie und eine Gedankengesellschaft der Eingeweihten, wird nun zu einer Tatsache. Was mit der Glorious Revolution in England beginnt und sich in Frankreich fortsetzt, wird im amerikanischen Labor, ungestört durch die in Europa das Experiment behindernden Faktoren Tradition und Religion, weiterentwickelt. Was bisher nur Wörter und Papier gewesen war, wird in Amerika Fleisch und Blut. Und die Wörter werden zu Tatsachen. Die Vereinigten Staaten geben der revolutionären Lehre das, was ihr noch gefehlt hatte. Ein Beispiel. Karl sah in einer Straßenecke ein Plakat mit folgender Aufschrift. Das große Theater von Oklahoma ruft euch. Es ruft nur heute, nur einmal. Wer jetzt die Gelegenheit versäumt, versäumt sie für immer. Wer an seine Zukunft denkt, gehört zu uns. Jeder ist willkommen. Wir sind das Theater, das jeden brauchen kann. Wer sich für uns entschieden hat, den beglückwünschen wir gleich hier. Aber beeilt euch, damit ihr bis Mitternacht vorgelassen werdet. Verflucht sei, wer uns nicht glaubt. Wie kommen Spiele aus der amerikanischen Psychiatrie ins Fernsehen? Der Historiker Rick Prelinger
ist einer der international bekanntesten Sammler von Büchern, Zeitschriften und Filmen zu Themen wie Psychiatrie, Soziologie oder Medien. Einmal in der Woche öffnet er sein Archiv für Studienzwecke und Recherchen. Sie sind dicht davor, noch 7 Sekunden. Und jetzt ein bisschen Mut und Sie haben es geschafft. Los! Ah, Emergence. Ja, wow. Fascinating. That's it. It says several things. It says that there's an aberration, that there's an illness that must be weeded out. But sickness also implies health. Mm-hmm. So if there's sickness, it's a healthy people who have been taken sick, and they must be inoculated or vaccinated or treated to get rid of this. So I think that that's very interesting, because to talk about illness naturalizes the idea of health at the same time. I would look in the psychiatric literature and professional journals. You know, in many mental hospitals in the United States, especially at the state level, there was research around psychodrama and around different kinds of therapy. Would you like to see some things? Yes. So one tremendously useful resource is TV Guide. And I think you know that TV Guide came out every week. Uh-huh. And it's filled with tremendous information. On the one hand, there's articles. Uh-huh. Oh, look here. How TV helps the mentally ill. That's quite interesting. So this is July 25, 1959. And here it talks about how television is helping integrate patients back into the world. So it looks like University of Kansas and Topeka and the Menninger Clinic as well. Oh. Well, he is very famous for bringing psychoanalysis to the U.S. Yes. Yeah. Yeah, the Menninger Clinic was it mainstreamed these European ideas to America. So this is quite interesting. Television is an outside force fighting to draw the patient's attention back from deeply buried, distorted drives and emotions which have taken over inside him. That's so great. Again, it's the idea of television as therapy. Let's just take a look. This, I think, is worth some research. This is the reference guide of Films for Medicine and Allied Sciences, and there's a great many films about psychiatry here. This is 1964, but we also have earlier ones. But let's just take a quick look. So here's some films on psychological testing. Uh-huh. Giving the Rorschach test. Films on shock therapy. Uh-huh. Films on hypnotic behavior. It would be worth looking at these. We have another collection here. This is our advertising and propaganda collection. Uh-huh. And this has a lot of things about public persuasion. So here's books on propaganda. You know, here's, of course, Mr. The Bernays. American. Yes, The Engineering of Consent. And then I wanted to also point out Broadcasting Magazine. This was the trade journal of the radio and television industry, and it came out every week, and it is a tremendously rich resource for talking about programming and commercials. So there are many, many articles in here. The American Medical Association approves the broadcasters will be able to screen medical ads by themselves. Doctors were angry that there were ads that suggested that people self-medicate because the medical industry wanted to control medication. Get Dristan decongestant tablets. Okay, panel, you ready? Okay. Let's pull back the curtain for our second living cartoon. There it is, we all
Die Psychiatrie hatte also schon früh begonnen, das neue Medium Fernsehen für Therapieversuche zu nutzen, zunächst mit einfachen technischen Systemen, wie sie auch zur Videoüberwachung eingesetzt wurden. Rick hatte den Psychotherapeuten und Soziologen Jakob Moreno erwähnt und dessen Psychodrama genannte Heilmethoden. Moreno sieht sich als Teil einer Revolution in der Psychiatrie, deren erster Teil während der Französischen Revolution mit der Befreiung der psychisch Kranken von ihren Ketten und der Einführung moderner Behandlungsmethoden beginnt, deren zweiter Teil sich mit dem Einsatz von Hypnose und Freuds Psychoanalyse fortsetzt und die nun durch Morenos Erfindungen von Psychodrama und Gruppenpsychotherapie vollendet wird. Dafür gründet Moreno 1941 in seiner Klinik ein Theater, wo auf einer Bühne von Patienten vor Publikum improvisierte Rollenspiele vorgeführt werden. Now, Jana, if you come up here and you see in the role in the reversal technique, you will take the part of that person whom you have come. That is your mother. And she'll take your part. Right? And now you structure with her a situation we would like to see with your mother-in-law, and she taking as well. She cares about her sleep. Go ahead. Well, usually she comes over at night when I'm washing my hair, something rings the bell, and I have to go downstairs. Go ahead and see. Let's see what happens. We have started here on the road of a new era in psychotherapy. The future will show us how motion pictures, television, interview, through the media of psychodrama can be established everywhere, and the whole problem of national mental hygiene, which is now in the foreground of our nation, may be on the way to this. Die Spielshow Nur nicht nervös werden ist die deutsche Version des amerikanischen Originals Beat the Clock, eine der erfolgreichsten Shows im amerikanischen Fernsehen. It's time to beat the clock. Go. Paare müssen gemeinsam innerhalb einer Minute bestimmte Aufgaben lösen, um die von den Sponsoren und Finanziers der Show gestifteten Preise zu gewinnen. Aber wie kam die Show aus Amerika ins deutsche Fernsehen? Die Geschichte dieses Transfers führt nach Frankreich, zu den Spielshows des Radiozirkus von Radio Luxemburg, aus denen sich später ein Telezirkus entwickelt. Die Shows finden in Zirkuszelten statt und werden von dort live ins Radio, später ins Fernsehen übertragen. Hier beginnt die Karriere des Journalisten Jean-Paul Blondeau, der bald darauf eine eigene Show entwickelt, die später in Deutschland und Österreich unter dem Titel Jede Sekunde ein Schilling erfolgreich ist. Jede 840 Schilling, noch nie passiert in unserer Sendung. Wollen Sie weitermachen? Bestimmt? Bitte schön. 1, 2, 3, los! (lacht) 1956 reist Blondeau nach New York und kann seine Show an den amerikanischen Sender NBC verkaufen. Er lernt die Größen des amerikanischen Showgeschäfts kennen und wird einer der Zwischenhändler für den Verkauf amerikanischer Spielshows nach Europa. (lacht)
Die Shows werden in jenen Jahren auf 16mm Film aufgezeichnet. Diese Filmkopien heißen Kinescopes. 1959 erhält Blondeau eine Kinescope der Show Beat the Clock und verkauft einzelne Spiele an verschiedene Fernsehsender. So gelangen die Spiele auch ins westdeutsche Fernsehen. Für jedes der Spiele wird anhand von Zeichnungen in einer sogenannten Formatbibel eine Choreografie vorgegeben, deren exakte Umsetzung Blondeau zu überwachen hat. Die Spiele der Show, die Stunts, werden aber in New York entwickelt, im Auftrag des Fernsehsenders CBS von der Firma Goodson & Todman. Mark Goodson und Bill Todman sind in diesen Jahren die international erfolgreichsten Produzenten von Gameshows. Der kreative Kopf der Firma ist Mark Goodson. War es seine Idee, mit Spielen aus der Psychiatrie eine Show zu machen? Das Vorspiel für das Zusammentreffen der Anthropologin Margaret Mead mit dem Psychiater Richard Brickner, um die Therapie für eine psychisch gestörte Nation zu entwickeln, findet im New Yorker Naturkundemuseum statt. Das Museum ist der Ort, wo die Ideale der permanenten Revolution anschaulich dargestellt werden. Tiere, Pflanzen und Menschen verschiedenster Kulturen und Rassen sind hier in Harmonie unter einem Dach vereint, in einer Weltgesellschaft der Gleichen. ...1921 findet in diesem Museum ein internationaler Eugenik-Kongress statt, der diese Ideale in Frage stellt. Eugenik, in Deutschland heißt es Rassenhygiene, beruht auf den Thesen Charles Darwins von einer ständigen, natürlichen Auslese. Der Begriff Eugenik selbst ist eine Erfindung des britischen Anthropologen Francis Galton, einem Cousin von Darwin. Galtons Ideen von Zucht und Auslese werden aus England in ein Amerika importiert, das durch die Ströme von Immigranten, durch Rassenunruhen und Rassenhass ein zerrissenes und verunsichertes Land ist. Die von den Eugenikern geplante Elite, die diese Probleme lösen soll, sind blonde und blauäugige Menschen einer nordischen Rasse. Stell dich mal bitte so rum und die Hacken zusammen. Diese Gruppe allein scheint geeignet und berechtigt, nicht nur die Zukunft Amerikas zu gestalten, sondern sich auf der Erde fortzupflanzen. So, stell dich mal bitte so hin. Komm. So her. Die amerikanischen Eugeniker und ihre deutschen Kollegen berufen sich dabei auf den griechischen Philosophen Platon und das von ihm propagierte Staatsmodell Spartas, das von der Ungleichheit des Menschen
als einem biologischen Naturgesetz ausgeht. Unter der Herrschaft der Philosophen soll durch Auslese eine gottähnliche Herrenrasse gezüchtet werden, die von der Natur zur Herrschaft bestimmt ist. Rassen erscheinen so als wesensmäßig und unabänderlich verschieden. Kulturen als geschlossene Einheiten, deren Unterschiede in ihrem innersten Wesen begründet und deshalb unwandelbar und als für alle Zeiten gegeben. Landschaft, Physiognomie, Blut und Vererbung als die bestimmenden Faktoren für die Herausbildung einer Kultur. Das ist ein offener Angriff auf die permanente Revolution und deren Versprechen von der Gleichheit des Menschen. Als nach der Wende zum 20. Jahrhundert mit der Zahl der Einwanderer aus Ost- und Südosteuropa auch der Rassismus und Antisemitismus in den USA sprunghaft ansteigt und Rufe nach einem Einwanderungsstopp laut werden, beauftragt die US-Einwanderungsbehörde den Anthropologen Franz Boas, einen erbitterten Gegner der Rassentheorie, zu untersuchen, ob die Idee des Melting Pots praktisch realisierbar ist. Franz Boas versucht nun in einer Studie nachzuweisen, dass sich die Schädelform dieser Einwanderer nach längerem Aufenthalt in den USA verändert. Auch wenn sich später herausstellt, dass beim Zusammenzählen der Messdaten der Wunsch der Vater des Gedankens war, Franz Boas hatte mit seiner Studie den amerikanischen Mythos vom Melting Pot, dem Einschmelzen der verschiedenen Einwanderergruppen zu einem neuen Menschentypus, eine scheinbar wissenschaftliche Grundlage gegeben. Doch um seine Hauptthese zu beweisen, dass nicht die Biologie oder die Rasse den Charakter und das Verhalten eines Menschen prägt, sondern die Kultur, fehlen ihm noch Beweise. Er erarbeitet einen Forschungsplan und beauftragt seine 23-jährige Studentin Margaret Mead mit dessen Realisierung. Margaret Mead reist nach Samoa und liefert mit ihrem Buch Coming of Age in Samoa nicht nur die von Boas erhofften Belege, die sich Jahrzehnte später im Licht einer Überprüfung allerdings weitgehend als Poesie erweisen, sondern auch das meistverkaufte anthropologische Buch, welches das Denken von Millionen Lesern in aller Welt beeinflussen wird. Margaret Mead war mit der Frage nach Samoa gereist, ob Jugendliche dort die gleichen Probleme haben wie ihre Altersgenossen in den USA. Nach ihrer Rückkehr in die USA beschreibt sie eine paradiesische Gesellschaft ohne Zwang und ohne vorgegebene Geschlechterrollen, enge Bindung an Mutter oder Vater und die engen Fesseln einer Kleinfamilie, wo in wechselnden Gruppenbeziehungen freie Liebe und sexuelle Freizügigkeit herrschen und Traditionen und Riten nichts als ein anmutiges Spiel mit sozialen Formen sind. Nun scheint bewiesen, Kultur und damit das Wesen einer Persönlichkeit wird nicht durch biologische Zwänge geformt, sondern durch das Environment, die Umwelt. Und ist das Ergebnis von Entscheidungen, die von den jeweils geltenden Normen geprägt werden. Diese Normen sind Konstruktionen und deshalb veränderbar.
Aber wie soll die Revolution mit denen umgehen, die sich nicht in reguläre Systeme einpassen lassen? Die von allen Normen abweichen oder abweichen müssen? Anfang 1935 findet in London der zweite internationale Kongress der Neurologen statt. Hier treffen sich die Vertreter der wichtigsten Strömungen und Methoden der Schulmedizin, um über die Heilung von Geisteskrankheiten zu beraten. Angereist ist auch der junge amerikanische Psychiater Richard M. Brickner von der Columbia-Universität, der über seine Gehirnforschungen referiert. Sein Thema ist von großem Interesse für die anwesenden Ärzte, die sich von operativen Eingriffen in die von Brickner erforschten Gehirnregionen eine Heilung psychischer Erkrankungen wie Paranoia erhoffen. Amerikanische und britische Ärzte präsentieren auf dem Kongress Experimente, wo solche Eingriffe an Schimpansen durchgeführt werden. Wenig später werden diese Operationen, bei denen Nervenbahnen und Teile des Gehirns zerschnitten werden, auch an Menschen durchgeführt. Auf der Rückreise vom Kongress besucht Brickner, dessen Vorfahren Juden aus dem Elsass sind, Deutschland. Was er da am Straßenrand stehend beobachtet, erscheint dem jungen Psychiater als das Symptom einer Krankheit. Was ging da vor in den Gehirnen dieser Deutschen? Zurück zu den Spielen von Beat the Clock und Mark Goodson, einem der Produzenten der Show. Maggie Van Ostrand ist die ehemalige Chefsekretärin von Mark Goodson, die ihn auf allen Reisen zwischen New York, dem Hauptsitz der Firma, und Los Angeles, wo die Shows ab 1975 produziert werden, begleitet. Mark Goodson residiert in Los Angeles im Beverly Hills Hotel. This is the last trip he made to New York before he died, and this is inside his plane, the one that's in Munich. It's his plane. Yeah. And this is, who is this? That's me. Really? Yeah. That was a beautiful plane. He had his own pilot, co-pilot, mm-hmm. and stewardess. Really? Very nice. You know, in game shows, there is something called a Bible, which is all the rules. And he said many times how difficult it is to get a good game show host, because the host has to remember all of those rules, what might happen if a contestant did this or that, because Goodson always said that... A game show is the true reality show. We have to come back for a second one. Get set. Go. Off to a fine start. Hey, David's off to a little lead. David has a lead on Gary. As soon as he gets it across. No, come back, come back. Get it, got it, Jen. So it's quoted that Goodson was very conscious of psychological issues, whether any scientist or psychiatrist part of the team? I don't know.
I don't know. I know he was very smart. And I know he was Phi Beta Kappa. There's one thing that I think is important for people to know, at least it was for me. Goodson was asked so many times, how was it, what drove you to be so powerful and so rich? And he said, I never meant to be powerful. I never thought about being rich. I had to be not powerless again. Goodson did a memoir for the UJA in New York, and your questions about how things are done at What's My Line and things like that, if they're not answered in this book, they'll be answered in there. I thought you might be interested in this. Now, this is his writing, duplicate two. I think Goodson did this in 1978. I asked you for the Jewish roots of the family. That's in there. And the way the name was, the father's real name, all of that is in there. Was he religious? He says in there, not to go to temple. But Israel, very pro-Israel, extremely, and his Jewishness was more of an ethnic thing than it was a religious thing. At least that's what I believe he's saying in there. I understand that. Recalculating. Then turn left. Ich verlange, dass Jungen und Mädchen bis zu 11 Jahren ohne Unterschied und ohne Ausnahme gemeinsam aufgezogen werden. Und zwar auf Kosten der Republik. Dass alle unter dem heiligen Gesetz der Gleichheit auch die gleiche Kleidung, die gleiche Nahrung, den gleichen Unterricht und die gleiche Fürsorge erhalten. In den Primärschulen werden wir aber immer nur eine unvollkommene Unterweisung finden. In den öffentlichen Erziehungsanstalten dagegen gehört uns das ganze Kind. Die Materie verlässt niemals die Gussform. Kein Fremdkörper kann von außen herankommen und die Formung zerstören. Zurück zur Ideengeschichte einer permanenten Revolution und nach Paris, wo 1794 erste Experimente beginnen, um Erziehung, Spiel und Unterhaltung miteinander zu verbinden. Nach dem Sturz der alten Autoritäten Kirche und Monarchie ist eine Leerstelle entstanden. Diese Leere erzeugt nicht nur Angst, sondern fordert auch, gefüllt zu werden. Was taugt als Kitt, um den Golem der Revolution zusammenzuhalten? Wie einen neuen Gott und einen neuen Glauben erschaffen. Ohne Gott. ...1794 wird in Paris eine Show mit dem Titel Das Fest des höchsten Wesens uraufgeführt. Dieses höchste Wesen ist ein Zwitter aus Revolution und Kirche
und ein aus dem reinen Denken heraus entwickeltes Religionsimitat, für das die Konstruktionszeichnung in den Büchern der neuen Philosophen gesucht und gefunden wird. Das Drehbuch für das Fest des höchsten Wesens schreibt der Jakobiner und Rechtsanwalt Maximilian Robespierre, der auch die Regie übernimmt und sich dabei auf die Philosophen Voltaire und Jean-Jacques Rousseau beruft. Die künstlerische Gestaltung wird dem Maler Jacques-Louis David übertragen, ebenfalls Jakobiner und Mitglied des mächtigen Sicherheitsausschusses. Das Fest soll Mittelpunkt einer Reihe von nationalen Festen werden, aus denen sich spielerisch und unterhaltsam die Rituale und die Liturgie für eine nichtchristliche und universelle Religion der Revolution entwickeln sollen. Auf dem Papier entstehen die Pläne für gewaltige Aufmarschplätze und Tempel zu Ehren des höchsten Wesens für Hunderttausende von Teilnehmern. In ganz Frankreich werden künstliche Berge mit Tempeln und Grotten aufgeschüttet, Freiheitsbäume errichtet und Kantaten und Choräle komponiert. Wie in einer Gussform soll hier mit einem Mix aus Erziehung und Unterhaltung der neue Bürger produziert werden, der zu den Mustern der Demokratie passt. Kann einem einfachen und größtenteils katholischen Publikum die Idee der Show vermittelt werden? Es gibt weder technische Hilfsmittel wie Mikrofone, noch kennen der Regisseur und seine Mitarbeiter die Regeln, die ihren späteren Kollegen in Fleisch und Blut übergehen werden. Eine erfolgreiche Show braucht ein klares Format. Das Publikum muss die Spielregeln kennen und verstehen und die Gelegenheit bekommen, mitzuspielen. Die von Mark Goodson produzierte Show Der Preis ist heiß perfektioniert diese Muster. Die Show imitiert einen Gottesdienst, dessen Ritus so simpel ist, dass jeder daran teilnehmen kann, der weiß oder errät, wie viel etwas kostet. Das Fernsehstudio wird so zum Kirchenraum, in dem die Gläubigen, erhöht wie Abgeordnete in einem Parlament oder die Zuschauer in einer Arena sitzen. Der MC, der Master of Ceremony, wird zum Pfarrer, dessen Come on Down die Gläubigen zu sich herabruft, um dort den Segen und den Leib des Herrn zu empfangen. Das Fest des höchsten Wesens dagegen ist ein Misserfolg. Das Format ist unklar und die Formatbibel schlecht geschrieben. Auch fehlt die Zeit, um eine eigene Ästhetik zu entwickeln, denn der Rhythmus der Revolution diktiert ein immer schnelleres Jetzt, sofort. So entstehen verschlungene Muster aus schwer entschlüsselbaren Symbolen und Metaphern, die das Publikum verwirren und überfordern.
Was in den kleinen und klandestinen Logen, Clubs und Zirkeln der Eingeweihten verstanden wird, bleibt einem Massenpublikum von 300.000 Zuschauern auf freiem Feld unverständlich. Zudem gelingt es der Inszenierung nicht, die wirklichen Themen zu verdecken, die das Publikum beschäftigen. Die Spannung zwischen dem neuen Bürger, der Besitz erlangen und verteidigen will, dem Besitzbürger und dem Versprechen der Revolution auf Wohlfahrt und Gleichheit. Der Besitzbürger ist nun der wahre Revolutionär und die Terreur die gefürchtete Kehrseite der Feste und Feiern. »42 Tage nach der Erstaufführung wird der Autor, Regisseur und Produzent der Show hingerichtet.« »1934 beginnen die Freimaurer an der amerikanischen Ostküste, sich Sorgen über den Fortgang der permanenten Revolution zu machen. Deren Maschinerie droht aus dem Takt zu geraten und muss repariert werden. Die Folgen des Ersten Weltkriegs und der zyklischen Krisen eines liberalen Wirtschaftssystems, die große Depression, der Zusammenbruch des Bankensystems und die allgemeinen Auswirkungen der technischen Modernisierung führen in den USA zu einer Zunahme von psychischen Krankheiten, die Formen einer Epidemie angenommen haben. Die Ärzte sind ratlos. Haben diese Krankheiten biologische oder seelische Ursachen? Sind es Erkrankungen des Körpers oder der Seele? »1935 stellen die amerikanischen Freimaurer umfangreiche Mittel zur Erforschung der Dementia praecox zur Verfügung, einer Spielart des Irreseins wie Paranoia. Ein Komitee wird gegründet und ein Schüler Freuds, der Psychiater Nolan C. Lewis, übernimmt die Koordinierung der Forschungen, mit denen sich die analytische Psychiatrie, ein neues und noch umstrittenes Fach, beweisen will. Zunächst soll Ordnung in das Chaos der Begriffe gebracht werden, mit denen bisher versucht wurde, das Irresein zu beschreiben. Go! Denn die Psychiater werden von den Kollegen anderer Fachgebiete wegen des Durcheinanders bei der Klassifikation der Krankheitsbilder verspottet. Der Forschungsansatz von Lewis ist interdisziplinär und von den Ideen Freuds dominiert, der in den USA zum Vater einer Revolution in der Psychiatrie ausgerufen wird und nicht nur als Erneuerer der Psychiatrie, sondern auch der Kultur gilt.
Freuds Ideen versprechen, alles menschliche Denken und Fühlen in einem in sich geschlossenen System analysieren zu können und kommen den Ansichten von Anthropologen über die Bedeutung kultureller Prägungen sehr nahe. ...1923 schließt sich in New York eine kleine Gruppe seiner Anhänger in der amerikanischen Gesellschaft für Orthopsychiatrie zusammen. Der Name Orthopsychiatrie ist programmatisch und versucht zwei Begriffe zu verbinden. Das griechische Wort ortho, korrigieren, gerade biegen, und Psychiatrie. ...1934 hält die junge Anthropologin Margaret Mead, inzwischen selbst in die Lehren Freuds eingeweiht, bei einer Tagung der Gesellschaft einen Vortrag. Am Beispiel von an Paranoia erkrankten Kindern erläutert sie, dass frühe traumatische Erfahrungen von Kindern nicht die spätere Leistungsfähigkeit als Erwachsene beeinträchtigen müssen, wenn diese Erfahrungen in der jeweiligen Kultur normal und Teil eines Ritus in einer homogenen und sich nur langsam wandelnden Gesellschaft sind. Die Kinder der amerikanischen Gesellschaft dagegen wachsen in einer von schnellem kulturellen Wandel und durch das Aufeinandertreffen verschiedenster Kulturen geprägten Melting-Pot-Gesellschaft auf. Forschungen zeigen, dass sich diese Erfahrungen auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder negativ auswirken. Wir müssen davon ausgehen, so Mead, dass sich die Anzahl der traumatisierten und gestörten Kinder in unserer Gesellschaft in der nächsten Hälfte des Jahrhunderts multiplizieren wird, wenn nicht Techniken gefunden werden, um mit diesen Pathologien umzugehen, und Rituale und Bindekräfte, um diese Störungen von vornherein zu verhindern. Ein Jahr später bewirbt sich auch Margaret Mead um Forschungsgelder der Freimaurer und schlägt Feldforschungen in Bali vor, da, wie sie schreibt, in Bali die gleichen Formen von Verhaltensstörungen auftreten, die auch in der amerikanischen Gesellschaft stark zunehmen. In Bali hoffen sie, und der sie begleitende Biologe Gregory Bateson, eine homogene Kultur mit komplexen religiösen und künstlerischen Ausdrucksformen vorzufinden, wo psychische Abweichungen wie Paranoia als normal gelten und in diese Kultur integriert sind. Beide Forscher sprechen nicht die Sprache der Balinesen. Deshalb legen sie, angeregt von einem Buch Darwins, den Schwerpunkt auf das Beobachten des Verhaltens, der Körper und von Ritualen. Denn Mead und Bateson suchen in Bali nach den unverfälschten und ursprünglichen Zeremonien und Bindekräften, die in der Lage sind, abweichendes und abnormes Verhalten, wie zum Beispiel Paranoia, so in den Alltag zu integrieren, dass die Kranken dort teilnehmen und funktionieren können. Thank you.
Die Menschen in Bali scheinen glücklicher zu sein als die Menschen in den westlichen Kulturen. In Bali kümmern sich nicht hochstudierte Mediziner um die psychisch Kranken, sondern Dorfschamanen oder andere Mitglieder der Gemeinschaft. Das primitive, abweichende, paranoide muss also nicht eliminiert, weggesperrt oder wegoperiert werden, sondern ist beherrschbar und kann integriert werden, wenn es Räume wie symbolische Handlungen, religiöse Zeremonien und Rituale erhält, wo es zunächst sichtbar wird, um dann geheilt zu werden. Das Buch Configurations in Play des 1933 in die USA emigrierten Wiener Psychoanalytikers Erik Homberger Eriksson über die Rolle des Spiels ist die theoretische Grundlage der Forschungen von Mead und Bateson in Bali. Nach Eriksson ist das Spiel eine unbewusste Sprache und dem Traum verwandt. Das Spiel ist Trainingsplatz und Ort für Rite de Passage, den Übergang von einem Zustand in einen anderen, wo Kranke wie Gesunde Verhaltensmuster und Rollen spielerisch einstudieren und durch Wiederholung verfestigen können. Bei Naturvölkern wie in Bali schien das zu funktionieren. Wie, fragen sich Mead und Bateson, konnte man die Techniken der Primitiven kopieren, um diese dann in der eigenen, der modernen amerikanischen Kultur massenhaft anzuwenden? Wie Rituale und Liturgien so schematisieren und formatieren, dass diese abstrakten Muster dann auf die eigene und später alle anderen Kulturen übertragbar waren? In Bali glauben Mead und Bateson, das Material gefunden zu haben, um in sich geschlossene Feedback-Systeme entwickeln zu können, wo sich die darin ablaufenden kulturellen und psychischen Prozesse berechnen und vorherbestimmen lassen. Doch dieser Entwurf einer neuen Wissenschaft, der Anthropologie, Psychoanalyse und Sozialwissenschaften miteinander verbinden soll, ist bislang nur eine Theorie. Was fehlt, sind Experimente, um diese Theorie zu überprüfen. Und ein dafür geeignetes Großlabor. Die ehemalige Sekretärin von Mark Goodson hatte mir die Kopie seiner Memoiren mitgegeben und gesagt, lies das, da findest du die Antworten auf deine Fragen. Mark Goodson beginnt 1932 an der University of California in Berkeley ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Einer seiner Dozenten ist Harold Lasswell, ein von Sigmund Freud und der Psychoanalyse beeinflusster Spezialist für politische Propaganda und Massenkommunikation. Unter seinem Einfluss beginnt Mark Goodson, sich für politische Wissenschaft zu interessieren und schreibt Seminararbeiten über Vorurteile und Propaganda. 1937 vermittelt ihm einer seiner Professoren
den Kontakt zu Vertretern des American Jewish Committee, dem AJC, das im Bankenviertel von San Francisco eine Filiale betreibt, die als Public Relations Agentur getarnt ist. Die Mitarbeiter und die Berater der Gruppe sind vorwiegend emigrierte deutsche Juden, die über das Erstarken des Faschismus in Europa und in den USA besorgt sind. Einer von ihnen ist Saul Kusil Padova, ein Historiker und Politikwissenschaftler, der während des Zweiten Weltkriegs als Geheimdienstoffizier der Division für psychologische Kriegsführung der US Army angehört. Die Division betreibt Radiopropaganda und benutzt dafür ab 1944 auch die Sendeanlagen von Radio Luxemburg. William S. Paley, einer der Gründerväter des Fernsehsenders CBS, dem Goodson später viele Shows liefern wird, gehört ebenfalls zu dieser Gruppe, deren Aufgabe es ist, mit Flugblättern die Moral der deutschen Soldaten zu schwächen. Mark Goodson selbst wird als einer der verdeckten Ermittler, als Undercover-Agent des AJC engagiert und soll die Aktivitäten der über 40 Clubs und Vereine deutscher und italienischer Faschisten an der amerikanischen Westküste beobachten. Er analysiert im Auftrag des AJC Radiosendungen und sucht in Publikationen nach Beispielen, wo Juden als negative Charaktere dargestellt werden, und setzt so die an der Universität begonnenen Studien zu Stereotyp und Vorurteil fort. In diesem Büro an der Montgomery Street lernt er etwas, was wichtig für seine spätere Arbeit an den Radio- und Fernsehshows ist und ihn lebenslang fasziniert: zu beobachten, wie sich Menschen in Gruppen verhalten, welche Muster dieses Verhalten bildet und durch welche Faktoren diese Muster sich verändern lassen. Mark Goodson hat nun seine eigene Show in San Francisco, doch er will ins Zentrum des Showgeschäfts nach New York. Dort erlebt er gleich bei seiner Ankunft etwas, das er schon aus San Francisco kennt: einen Aufmarsch des Deutsch-Amerikanischen Bunds, dessen Aktivitäten 1939 im Madison Square Garden ihren Höhepunkt erreichen. Ein Spuk, der allerdings schon bald nach Goodsons Ankunft in New York durch massive öffentliche Proteste und die gemeinsamen Attacken der Cosa Nostra von Bugsy Siegel und Meyer Lansky und dem Komitee für unamerikanische Umtriebe beendet wird. Mark Goodson ist nun ein erfolgreicher Radiomoderator. Doch ihn plagen Versagensängste, das Gefühl, einer Minderheit anzugehören, gegen die es Vorurteile gibt, und andere psychische Probleme. Er beginnt eine lebenslang andauernde Psychoanalyse. Psychoanalytiker nutzten Spiele für ihre Therapie. Aber funktionierte so etwas auch im Fernsehen?
Sid Vinich beginnt seine Karriere beim Fernsehen in einer Agentur, die Werbung für die Produkte macht, die es in den Spielshows von Mark Goodson als Preise zu gewinnen gibt. Nach Mark Goodsons Tod ist er am Kauf der Lizenzen für dessen Shows beteiligt, der Goodson Library, die später über mehrere Zwischenverkäufe bei der RTL Group landet, die heute zum Imperium des deutschen Bertelsmann-Konzerns gehört. Game shows in a way are like making sausage. You can go chuk 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 chuk. Pull them out, you know, you can shoot 6 a day, shoot 7 a day. It's like, you know, Michelangelo creating the David. Right? It's really hard. Incredible talent. Worked hard at it and everything else. Now, if I want to make a million Davids now, I can make them and I can sell them all over the place. I can put them in the lobby of a Vegas hotel. I can put them in Macau. I can put, you know. That's the thing. When you have a really good game show and the format is tight, you know, then you can replicate it. And it lives. Each one lives. That's why Grundy had the flying producers. The flying producers, like what Pam Husdan does, they go around the world, they have the Bible is tight, they go in there and they say, we'll follow the dots. 1, 2, 3, 4, you do that and it will work. Because it's already been created. It's like taking Michelangelo's David, I've got the mold now. 8 or 9. Let's see number 9, please, in the price of the car. For a brand new car, you got it! You got it! We had this little girl, she was 22 years old, and she's from LA, she was an Armenian girl. You should get the clips, just great. And her husband always made fun of her because she would tape The Price is Right and then watch it at night after the babies were in bed. And her husband said, oh, gee, you're nuts. So they go to the show. And the game is the clock game. Okay. Now, I want to show the price to the audience. Audience, shh, don't say a word. You're going to cost her $1 million, so be quiet. And whenever you're ready, go. $8.99. That's it! $8.99! Right on the nose! Bingo, she got it. A second and a half, it elapsed. The next thing came out, it was a spa or something like that. She went, you know, 1,000, 1,050, she got it. Okay, show the audience the price. Audience, be quiet, don't say a word. Gonna cost you some money, go. 1,400. Lower. 1,300. Lower. 1,000. I don't know. $8.99. Higher, higher. $9.99. That's it, $9.99. You want $1 million. So here's this young lady, 22 years old, she'd won 3 cars before that, she'd won a bunch of other stuff, and she won $1 million. 22 years old. And I think that's great. And we promoted those cars, we promoted all those other products, and hopefully people went out and bought them, and they lived the American dream. Bleiben Sie gespannt. Vorsichtig. Nicht auf den Boden kommen lassen. They're going to get ill. Das ist sehr gut. Und jetzt ganz einfach so weiter. Nein, darunter. Ich habe da eine Sendung übernommen, die ich in Amerika gesehen habe, die hieß Beat the Clock. Schlag die Zeit. Und es war eine Zusammenfassung von Spielen, die aus der amerikanischen Psychiatrie kamen. Es wurden dort developed in American psychiatry. No. Deswegen funktionieren die so. Man hat in Amerika psychisch gestörte Menschen in Sanatorien oder dort, wo sie waren, mit solchen Spielen um sie aus ihrer Verklemmung, aus ihrer Erstarrung herauszuholen. Dass sie vollkommen vergessen haben, dass sie da irgendeiner Therapie
unterlagen. Und die haben gespielt. Well, they, in psychiatry, they used to have people play games, you know. Und das war einer der erfolgreichsten der späten 50er Jahre. Wie viele Patienten haben wir dazu geschaut? Eine Nation. Eine verrückte Nation. Eine psychisch gestörte Nation. You know, a lot of games have clocks on them, you know, and people play games. But in the Skinner box, you have also to push a button, like in game shows. Yeah. So many times these elements are mixed. But, you know, I mean, Bob Noah will be very enlightening. First of all, he's really brilliant, and he really knows games, and he worked with Goodson. And if he doesn't know the answer, he'll find out. Mm-hmm. He'll be the best one. That's very interesting. That's why Goodson came up with the idea. Maybe so. I don't know. Was fragt ihr dumm? Was fragt ihr klein? Warum wir wohl marschieren? Setzt nicht vergebens Mühe drein. Ihr werdet's doch nicht spüren. Der Bauer, der gefällt uns gut. Noch besser der Soldat. Wer immer Pflicht und Arbeit tut, ist unser Kamerad. Uns gilt nicht, was ein Herz deckt, ob schwarz, ob weißes Kleid. Uns gilt, ob das, was drunter steckt, mit uns das Land befreit. Zurück ins New Yorker Naturkundemuseum, zu Margaret Mead und der Suche nach Techniken, um die Pathologien der eigenen Gesellschaft, wenn nicht zu heilen, so doch erträglich zu machen. Als Margaret Mead 1939 aus Bali nach New York zurückkehrt, findet sie und ihr Begleiter Gregory Bateson ein anderes Amerika vor. Ein Krieg liegt in der Luft. Doch die Begeisterung in der Bevölkerung für einen Kriegseintritt der USA ist verhalten und muss noch erzeugt werden. Staatliche Propagandafilme warnen vor Luftangriffen auf New York und einer möglichen deutsch-japanischen Besetzung der USA via Südamerika. Die Wissenschaftler ziehen nun in einen Krieg der Ideen, der lange vor der amerikanischen Kriegserklärung begonnen hat. Margaret Mead und Gregory Bateson werden 1940 Mitglieder eines Komitees für nationale Moral, dessen Ziel es ist, die eigene Moral und die des Feindes zu analysieren. Das Studium des nationalen Charakters wird zur kriegswichtigen Angelegenheit. Was ist ein Amerikaner, ein Engländer oder ein Deutscher? Was sind seine Stärken und was sind seine Schwächen? Das Thema Angriffswillen und dessen Antrieb beherrscht nicht nur das Denken von Militärs, sondern auch das der im Komitee für nationale Moral versammelten Wissenschaftler. Waren die jungen Amerikaner aggressiv genug, gegen die deutschen Soldaten zu bestehen? Fähig, den Willen des Gegners zu brechen? Wissenschaftliche Experimente mit Affen hatten gezeigt, dass Aggressivität eine Kulturerfahrung ist, bei der die Erziehung eine große Rolle spielt. He's scared, all right. And he does what any child will do in a similar situation. He runs away.
It's more than running away. He was running to his mother, to touch her, to drive away his fear. Contact with the mother changes his entire personality. Look, now he's actually threatening the diabolical object. Würden die jungen Amerikaner also mutig hinausgehen und sich auf dem Schlachtfeld bewähren oder feige dem Kampf aus dem Wege gehen? Und wie war es um die Moral und die Kultur ihrer Gegner bestellt? Mead und Bateson übertragen nun ihre in Bali entwickelten Forschungstechniken auf einen neuen Gegenstand. Statt der Balinesen werden nun die Deutschen Gegenstand ethnografischer Feldforschungen. Wie konnte deren Kultur auf abstrakte Muster reduziert werden, sodass sich in kontrollierten Experimenten einzelne Variablen verändern ließen? ...1942 wird Gregory Bateson Filmanalysist am Museum of Modern Art und kann so die mit Margaret Mead in Bali begonnenen Forschungen zu Trance, Hypnose und Feedbacksystemen fortsetzen. Im Rahmen seiner Studien zum Nationalcharakter für das Komitee für nationale Moral beginnt er, einige deutsche Spielfilme zu analysieren. Im Zentrum seiner Analysen steht der 1933 uraufgeführte Uferfilm Hitlerjunge Quecks. Ein Film, den bis 1945 fast alle deutschen Kinder und Jugendlichen gesehen haben. ...1938 hatte das New Yorker Museum eine Kopie des Films erworben, die Bateson nun durch das Einfügen von kurzen Texten und Diagrammen aus seiner Analyse ergänzt. Die Hauptfigur des in Berlin spielenden Films ist Heini, ein Druckerlehrling. Heini ist der Sohn eines kommunistischen Arbeiters, der sich gegen den Willen seines Vaters heimlich der Hitlerjugend anschließt. Als er die Kameraden über ein gegen sie geplantes Attentat der Kommunisten informiert, wird er von denen ermordet. Im Zentrum des Films steht aber, wie im Werk des französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau, das Modell einer Volksgemeinschaft, die Gleichheit und Wohlfahrt verspricht. Eine neue Variante des alten Reichs, nun aber als Nationalstaat deklariert. Jawohl, schon Internationale. Wo sind Sie denn geboren? So in Berlin. Wo liegt denn das? An der Spree. An der Spree, jawohl. Aber wo? In welchem Land? Nun, Mensch. In Deutschland natürlich. In Deutschland? Jawohl. In unserem Deutschland. Das überlegen Sie sich mal. Der Film öffnet den Blick auf einen völkischen Kontrast sozial, der in den Stadien gigantische Feste einer Gleichheit feiert, wo in der Identifikation mit einem Führer der Willen der vielen im Willen jedes Einzelnen aufgeht.
mir schien es gelungen, in einer Verbindung von Trance-Tänzen und mittelalterlicher Symbolik nicht nur Zeremonien und Bindekräfte für eine moderne Massengesellschaft zu entwickeln, sondern auch eine Therapie für die Krisen der Moderne, wo Todestriebe und der Wunsch nach rituellen Menschenopfern öffentlich und gemeinschaftlich ausgelebt werden konnten, um Einzelne wie die Masse im Gleichgewicht zu halten. Spiegel sieht der amerikanische Analysist im Verhalten des Gegners und Feindes aber auch die äußerste Zuspitzung des eigenen Fehlerpotenzials. Das gibt die Gelegenheit, etwas zur Sprache zu bringen, das er sich scheut, bei sich selbst zu thematisieren. Gibt es in Industriegesellschaften generell totalitäre Tendenzen? Wie viel amerikanisches Verhalten steckt im Verhalten dieser Deutschen? Waren der eigene Körper und die eigene Psyche anfällig für die totalitären Abweichungen, die beim anderen bekämpft und geheilt werden sollen? Diese Deutschen bieten sich an als Versuchsobjekte für ein bisher einmaliges Experiment. Die praktische Erprobung der in Bali gewonnenen theoretischen Erkenntnisse an einer großen Gruppe von Versuchspersonen, deren Kultur und Mentalität der amerikanischen näher ist als die der Balinesen. Eine Kultur, in der die Symptome einer aus amerikanischer Sicht psychischen Erkrankung als normales Verhalten gelten und Teil dieser Kultur sind. In einem riesigen Labor könnte nun mit einem Mix aus Psychoanalyse und Sozialwissenschaften ein bisher einmaliges Umerziehungs- und zugleich Selbstumerziehungsprogramm experimentell erprobt werden. Die Integration einer großen Gruppe mit abweichendem Verhalten in den Fluss der permanenten Revolution. Sid hatte im Interview gesagt, wenn einer weiß, ob die Spiele in der Spielshow Beat the Clock aus der Psychiatrie kommen, dann Bob Noah. Bob Noah war Regisseur und Produzent von einigen der bekanntesten amerikanischen Gameshows und arbeitete auch für Mark Goodson. Sein Freund Michael Brockman war als ehemaliger Programmchef bei CBS einer der Auftraggeber für Mark Goodson, für dessen Firma er nach seinem Ausscheiden bei CBS als Berater arbeitet. So I had no background in games whatsoever and learned on the job and was fortunate enough to meet Bob, Mark Goodson, Bob Stewart, others who provided me with a great education about the nature of the process and the differing ways in which one approaches them. On television, you are dealing only with people, the people you want, who are observing, who are watching this. They are not playing. Unless you have devised the format in such a way as to draw them into it
as Price is Right does, mm-hmm. as Password does. Password does it magnificently because you are constantly thinking of what you would do if you were there. Eyelashes. Eyebrows. Yes. Well, that was magical. That was magical. Bobby, if you get this, Bobby, you win the game. Is it tweezers? For the game, is it tweezers? Oh, my God. This show is a variety show, Beat the Clock. Every stunt has to have a new act to follow it. Tough show, very tough show to do well. It's different to a quiz show? Yes. Which operates with this questions? Show is an observational show. Observational Beat show? Beat the Clock was an observational show. There was no real participatory element for the home viewer. You watched what unfolded. You enjoyed it, you were entertained by it, you watched the struggling of the players trying to master whatever task was in front of them to whatever time frame they were given. But you at home couldn't yell at the screen. A friend of ours who passed away a few weeks ago, Bob Stewart, his explanation of what would make for a successful game show, he would say, if I can get the audience to yell at the screen, I know I'm onto something. Game shows never helped so-called educational television, except in the sense that almost anything you watch is educated in at least some measure. It hasn't helped that at all. That never seems to work, no matter what. Because everybody is in competition for the audience. And once you are competing for the audience's attention, there are very few new ways in which to do that. All you have is variations, sometimes excellent ones, on old ideas. It's very rare that a whole new idea breaks through. People have called certain things breakthrough entertainment. It never turns out to be. You know, it's one show. It was done either so well that it deserves to, or for reasons, it's successful for reasons that nobody can define. Here again, it's not a science. None of this process is a science. I don't mean just the research. I meant the idea of program creation, because there are a number of shows that have gotten on the air that were enormous hits that in their testing didn't do well at all. In Amerika psychisch gestörte Menschen in Sanatorien oder dort, wo sie waren, mit solchen Spielen befasst, um sie aus ihrer Verklemmung, aus ihrer Erstarrung herauszuholen. Dass sie vollkommen vergessen haben, dass sie da irgendeiner Therapie unterlagen. Und wie viele Patienten haben wir dazu geschaut? Eine Nation. Eine verrückte Nation. Eine psychisch gestörte Nation. Okay. So, quiz question. Do you think it's true or it's a joke or is he... I think it's probably a little of both. I don't know. I really don't know. I have no way of knowing, but would the participation of individuals who are going through therapy find some sense of cathartic release in going through and participating in some of those situations? I couldn't begin could to very tell. Well be. I don't know. Not by design necessarily, but as a result. It's finding ways for people to interact with each other in a way that gives them all a sense of connection. For the home audience is connecting to those players, projecting themselves into the process of what they would be doing themselves. It's a neutralizing agent in a way. The statuses disappear at that point. Everybody's sort of in the same boat. Could be. Maybe. It would be nice if that were true. It would be the first time somebody found something good in game shows. I think you're a 16 chapter. Who is it?
Who is this? Cristo, 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 Cristo. He had a girdle on about his waist. His head and his hair was white like wool. His hair? How you say hair in Spanish, brother? Kurz vor seinem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg ist Amerika der störungsfrei laufende Motor einer permanenten Revolution. Seit den Gründervätern fest im amerikanischen Bewusstsein verankert, ist der Glaube, dass es die Amerika von Gott gegebene Aufgabe ist, die übrige Welt zu missionieren und zum American Way of Life zu bekehren. Dieser Gott hat zwei Hände. Mit der einen knetet er Amerika zu seinem Werkzeug und mit der anderen bereitet er die anderen Nationen darauf vor, von diesem Werkzeug die amerikanische Prägung zu empfangen. So wie die Wildnis Amerikas in einen Gottesacker verwandelt wurde und die Ureinwohner, die leibhaftigen Kinder Satans, entweder dezimiert oder bekehrt wurden, so wird die Wildnis der übrigen Welt überwunden werden. Die nötigen Bindekräfte und Rituale liefert der Markt. Er ist die große Schule und der listige Pädagoge, der das Interesse an der Mehrung des eigenen Vorteils in ein Lernpensum für die Teilnehmer am Marktgeschehen umzumünzen weiß. Revolution und Markt sind jetzt untrennbar miteinander verbunden. Der Markt steht für eine Welt, die sich nach Christus versteht. Der Messias ist bereits erschienen, das neue Jerusalem, die USA, schon Realität. Nichts anderes darf nun mehr kommen, weil alles Entscheidende bereits geschehen ist. Thomas Hobbes hatte 1651 aus diesem Verständnis heraus den Begriff der Macht entwickelt. Hobbes sah allerdings noch die Gefahr des Ausnahmezustands, des Kampfs jeder gegen jeden. Dieser Ausnahmezustand gefährdet die Wahrheit des bereits erschienenen Messias. Die Beherrschung des Ausnahmezustands legitimiert deshalb jede Maßnahme staatlicher Macht. Das garantiert, dass der Ausnahmezustand beherrschbar bleibt und kein Paulus in Sicht ist, der dem ganz anderen, dem Anti-Cäsar, Bild und Wirklichkeit verleihen kann. Der Wohlfahrtsausschuss der Revolution sitzt nun in Werbeagenturen und Banken, in Hollywood und im Weißen Haus in Washington. 1938 beschließt der Kongress in Washington die Gründung einer Abteilung für kulturelle Beziehungen, die dem Außenministerium zugeordnet wird.
Die Kultur wird neben dem Militär und dem Handel nun gleichberechtigtes Mittel der Politik. Eine neuartige Kombination von Regierungsaktivitäten und dem Geld der großen privaten Stiftungen soll die Finanzierung von Projekten sichern, die Kultur, Handel und Politik zu einem dichten Netzwerk verweben. Das dafür benötigte Wissen um die Differenzen zwischen den Nationen und deren Kulturen soll die Wissenschaft liefern. Diese neue Bedeutung der Kultur und von kulturellen Beziehungen ist einerseits ein Reflex auf die populären Forschungsergebnisse von Kulturanthropologen wie Franz Boas und Margaret Mead und andererseits Ergebnis eines viel früher einsetzenden Prozesses seit Ende des Ersten Weltkrieges. Die Erfahrung dieses Krieges hatte zu einem explosionsartig ansteigenden Interesse am Potenzial von kulturellen Beziehungen geführt. Was, fragten sich die amerikanischen Politiker, ist die Ursache für eine zerstrittene Welt und die gestörten Beziehungen unter Völkern, die sich nicht miteinander verständigen können? Die Probleme der Menschheit, so das in einem der Thinktanks für den neuen Politikansatz entwickelte Bild, hatten beim Turmbau zu Babel und der folgenden Sprachverwirrung und Verstreuung der Menschen über die ganze Erde begonnen. Die neuen Massenmedien und ein freier Welthandel würden nun die damals entstandenen Sprachbarrieren aufbrechen und helfen, die eine weltweit verständliche Sprache zu entwickeln, in der sich die unterschiedlichen Völker und Kulturen künftig verständigen können. Ein neues Pfingstwunder, wo jeder ohne vorherigen Lernprozess fähig ist, in einer ihm unbekannten Fremdsprache zu reden und Gott zu allen Menschen in allen Sprachen gleichzeitig spricht, um so die Botschaft vom American Way of Life weltweit zu verbreiten. Denn es ist Amerikas Bestimmung, die in England und Frankreich begonnene liberale Revolution zu vollenden. So wie England begann, sein Wissen über die Geheimnisse der industriellen Revolution zu exportieren, muss Amerika nun seine Kultur und sein Wissen über kulturelle Beziehungen in der ganzen Welt verbreiten. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verändert den Glauben an die Notwendigkeit einer langsamen und evolutionären Vorbereitung auf das kommende tausendjährige Friedensreich, dessen Vorbote die USA sind, durch kulturelle Beziehungen. Die Errichtung eines eigenen Wirtschaftsraums mit autarken Zonen einer strikt kontrollierten Großraumwirtschaft durch die von Deutschland angeführten Achsenmächte entwickelt sich zum Störfaktor für einen offenen und unteilbaren Weltmarkt und damit für eine permanente Revolution. Im September 1941, noch vor Pearl Harbor und der deutschen Kriegserklärung, beginnen in Washington die Planungen für eine europäische Nachkriegsordnung, die zugleich als Blaupause für eine neue Weltordnung unter Führung der USA dienen soll.
Die Planungen gehen von einem baldigen militärischen Sieg über Deutschland und dessen Verbündete aus. Klar ist für die Beamten auch, dass die deutsche Kultur nach Kriegsende keine Rolle mehr spielen wird. Das die Zukunft bestimmende Modell für eine neue Weltkultur wird die Kultur der USA sein. Ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Rassen, gestützt von militärischer und wirtschaftlicher Stärke, wo sich der Wunsch der Massen nach Glück und Wohlfahrt erfüllen wird. Da die Deutschen ihr Überlegenheitsgefühl aber nicht nur mit der Auserwähltheit ihrer Rasse, sondern vor allem mit ihrer Kultur begründen, muss hier ihre wirkliche Niederlage stattfinden und gleichzeitig ihre Umerziehung beginnen. Die Entgiftung der Kultur des Feindes ist aber keine Aufgabe für Politiker und Militärs, sondern für Wissenschaftler und Pädagogen, die mit dessen Psyche vertraut sind. Das Geld der privaten Stiftungen, der Carnegies, Roosevelts, Guggenheims und Rockefellers liegt bereit. Und den politischen Auftrag haben die Beamten in Washington formuliert. Gesucht werden nun die Wissenschaftler, die bereit und fähig sind, den Auftrag auszuführen. Schloss mich mit T. einer Führung durch die technische Ausstellung an. T. benahm sich aufs Eigentümlichste. So eigentümlich, dass ich schließlich nur noch ihn beobachtete statt der Apparate. Sobald nämlich eines der hochkomplizierten Stücke zu arbeiten begann, senkte er seine Augen und verstummte. Noch auffälliger, dass er seine Hände hinter seinem Rücken verbarg, so als ob er sich schämte, diese seine schweren, plumpen und obsoleten Geräte in die hohe Gesellschaft der mit solcher Akkuratesse und solchem Raffinement funktionierenden Apparate gebracht zu haben. In seiner fleischlichen Tölpelhaftigkeit, in seiner kreativen Ungenauigkeit vor den Augen der perfekten Apparaturen stehen zu müssen, war ihm wirklich unerträglich. Er schämte sich. T. schämte sich, geworden statt gemacht zu sein. Er schämte sich, keine Maschine zu sein. Bob Bowden hat als Regisseur und Produzent mit den Größen des Game-Show-Business wie Michael Brockman, Dick Clark und Mark Goodson zusammengearbeitet. Er ist auch Mitbegründer und ehemaliger Programmdirektor von Game Show Network, einem Fernsehkanal in Los Angeles, der Tag und Nacht nur Game-Shows sendet. So, this is my home office. It's TV Bob Productions, and it's a salute to many of the game shows and reality shows that I've worked on. Over here is some of the coffee mugs from some of the companies I worked on earlier in my career, starting with Paramount, CBS, there's Barry and Enright, ABC, Disney, Mark Goodson, Game Show Network, Family Channel, FX. This is a extra large coffee mug from Greed. Because you're greedy, you want more coffee. I feel the need for greed. And this is a poster with one of my mentors, Dick Clark, who just passed away from when he hosted the $25,000 pyramid on CBS. This is a little doll of Ann Robinson, who hosted The Weakest Link. And when you slammed it down, it used to talk to you, but it doesn't do that anymore.
This here is a big flashing J from one of the original sets of the syndicated version of Jeopardy that's still running. The set looked like that. And there's the J. And there's the J. The core development practice for game shows is called the run-through. And in many ways, it's a lost art form today because there's so much pressure to develop shows quickly and to get them on the air. And there's an opportunity and we have to jump on it and somebody wants this and let's just pitch it and get it into production. And what's often lost is the true experimental nature of building a new game and trying it over and over and over again until you really think that you've got it right. And even then, no matter how many times you do these run-throughs and you think you've figured out every possible nuance, every possible behavior, every possible approach toward playing the game, you'll be in the studio and someone will do something that you never expected, that you didn't think of, that you didn't realize was even a strategy, and it may not be a good one, but something will happen that you didn't plan on and you've got to react to it. And all of that is jumbling through my beleaguered brain. And what's the category? Is it something I'm good at? Is it a question that was towards the bottom of the board? Most likely. Oh my gosh, what am I going to do? And watching somebody make those decisions under that intense pressure and very aggressive time constraint, that's great TV. And I think it could be a great scientific analysis. He said lobster. We need 46 points for $10,000. Number one. Oh, God. Survey, sir. Everybody has dreams. And if you're sitting in the audience of The Price is Right and you hear your name followed by, come on down, that's your dream. That's it. That's the highlight of many people's lives. And working in the business, we have to continually remind ourselves that this is not just a sausage factory of people who are greedy and want things and want to be on TV and want to win stuff. It's life-changing. For many people, their moment on a game show is the greatest moment they'll ever have, even if they lose. It's more about making it to that pinnacle, to that place where all of America can see you or all of the world can see you, achieving something and being rewarded for it. What could be more exciting than that? Than hearing your name and then, come on down! Since I was 3 years old. Three. Oh, it's fun. The prize right, we're getting it's fun. A lot of we're getting fun. Money. It's, and you get free stuff. And you can have stuff on TV. Americans I have to be love really free stuff. With you. Drew Carey's funny.
He's awesome. I want him in a car. I want a car. I have two kids, a husband, I want a car. A nice car. Win anything. Give me a trip. Give me a couch. I'll take a mattress. Hello. I will take a mattress. Money. I'll take a trip. A trip. A new car. That's what we're here for. That's what I expect. Brand new car. I want to come on down. Come on down. I want to come on down. You have come for the first time here? Is your first? No, actually, this is like my 10th time. But every time it's fun. Every time. I enjoy myself every time. What's the most exciting on Crisis Ride? The games or the crisis? The people. The people. Being out here with everybody, everybody's so excited. People from all over, you know, come. People from all over the United States come right here to see The Price is Right, to be on The Price is Right. You are from Los Angeles? No, I'm actually from Phoenix, Arizona. Yeah, all the way from Phoenix, Arizona to be on The Price is Right. But it's worth it. Even if you don't get on the stage, it's fun. The experience. Celebrate the 4th of July on a special episode of The Price is Right. And now, here's your host, Drew Carey. Happy 4th of July, everybody. Wie finden die Ideen von Politikern für eine neue Nachkriegsordnung, Wissenschaftler auf der Suche nach einem Großlabor und der junge Psychiater Richard Brickner zusammen? Brickner lehrt nach seinem Studium an der Columbia-Universität, dort als Professor an der medizinischen Fakultät. Noch immer beschäftigen den jungen Psychiater die Bilder, die er 1935 in Deutschland gesehen hat, und die sich inzwischen mit Bildern aus Wochenschauen und Zeitschriftenartikeln zu einer Projektion vermischt haben. Das Verhalten der Deutschen erscheint ihm paranoid und als ein kollektiver Wahn. Waren die Deutschen, ein Volk mit den führenden Ingenieuren, Philosophen, Künstlern und Mathematikern, dabei, sich psychisch auf das Niveau sogenannter primitiver Völker zurückzuentwickeln? Über dieses kollektive Irrsein der Deutschen will er ein Buch schreiben. Er hat aber das Gefühl, dass er sich dieses Phänomen mit den Werkzeugen und dem Wissen des Psychiaters und Gehirnforschers allein nicht erklären kann. Ihm fehlt ein Konzept, das über die Biologie und einfache Reizreaktionsschemata hinausgeht. Ein Konzept, das andere Disziplinen wie die Kultur und die Soziologie mit einbezieht. So wie er es bei Kulturanthropologen wie Margaret Mead sieht. Er schreibt Margaret Mead einen Brief und bittet sie, ihn bei seinem Buchprojekt zu beraten.
Margaret Mead ist interessiert. Denn die Planungen für eine europäische Nachkriegsordnung und das Wettrennen verschiedener privater Gruppen, daran beteiligt zu werden, haben längst begonnen. Während die Historiker, politischen Wissenschaftler und Geographen schon an den Tischen sitzen, wo die Zukunft geplant wird, stehen die Psychiater, Soziologen und Anthropologen um Margaret Mead noch abseits. Wie können sie für ihr Modell einer neuen Wissenschaft, der analytischen Psychiatrie, bei den Beamten in Washington die nötige Aufmerksamkeit wecken? Denn nur wer verspricht, ein großes Problem von gesellschaftlicher Bedeutung zu lösen, darf auf mediale Aufmerksamkeit und vor allem auf die finanzielle Förderung durch staatliche Behörden und das Militär hoffen. Brückners These von einer kollektiven Paranoia der Deutschen erscheint Margaret Mead für diese Zwecke ideal. Denn Paranoia gilt bisher als unheilbar. Brückner will analog der medizinischen Studie eines einzelnen Patienten die Entstehung eines kollektiven Krankheitsbildes darstellen und daraus eine Therapie ableiten. Deutschland erscheint so als das Problemkind der Moderne. Ein zu schnell gewachsenes, von Minderwertigkeitskomplexen und Versagensängsten gepeinigtes Kind, das diese Ängste durch Aggressivität zu kompensieren versucht. Ein Kind, das nicht weiß, wer es ist, sich herumgeschubst und ungeliebt fühlt, eingekreist von Nachbarn, die ihm nichts gönnen, und seine gefühlvollen und wunderlichen Ideen und Fantasien geringschätzen. Ein Kind, das sein Gefühl des Versagens aus der eigenen kulturellen Identität heraus, das mittelalterliche Reich durch Reform oder Revolution in die Gegenwart zu transformieren und damit zu eigener Identität zu kommen und Staat zu werden, so wie es den Engländern und Franzosen gelungen war, durch Aggressivität gegen sich und andere zu kompensieren versucht. In einer Ausstellung in der Medizinischen Akademie in New York präsentiert Brückner im Oktober 1942 erstmals sein Material und seine Analyse der deutschen Paranoia, für die er auch Material aus den Büchern von Mead und Bateson verwendet. Den friedlichen und auf Kooperation bedachten Balinesen, Indianern und anderen Naturvölkern stellt Brückner den preußischen Junker gegenüber, das Schreckgespenst einer Kaste, die mit ihrer Aggressivität, Arroganz und Militanz die deutsche Kultur dominiert und von klein auf erzogen und trainiert wird, Krieg zu führen. ...1943 erscheint Brückners Buch und erzeugt die von Margaret Mead erhoffte mediale Aufmerksamkeit. Auch der Leiter der Wissenschaftsabteilung des American Jewish Committee, Max Horkheimer, rezensiert und lobt das Buch
und verweist auf die Bedeutung eines Konzepts der Paranoia für weitergehende Forschungen und Studien. Margaret Mead geht nun den nächsten Schritt. Sie nutzt ihre guten Kontakte zu Eleanor Roosevelt, der Frau des amerikanischen Präsidenten, und schickt Brickner nach Washington, um dort im Labyrinth der Verwaltungen Unterstützer für eine Konferenz zu suchen, mit der sie hofft, noch mehr Aufmerksamkeit für Brickners Thesen und gleichzeitig für ihr Modell einer neuen Wissenschaft zu wecken. Brickner ist erfolgreich und kehrt mit dem Auftrag des Außenministeriums nach New York zurück, die Konferenz als eine private Aktion von Wissenschaftlern zu organisieren, die aber insgeheim und diskret vom Außenministerium finanziell unterstützt wird. Die Konferenz findet an mehreren Tagen im Mai und Juni 1944 in der Medizinischen Fakultät der Columbia-Universität statt. Eingeladen sind die führenden Psychiater der USA, vorwiegend Psychoanalytiker, und einige Soziologen und Pädagogen. Das Ziel der Konferenz haben Margaret Mead und ihr engster Freundeskreis vorab festgelegt und soll in einem einfachen und leicht verständlichen Bild dargestellt werden. Das Bild zeigt einen an Paranoia erkrankten Patienten und kompetente Ärzte und Wissenschaftler, die eine ganz neue und sensationelle Therapie anbieten können, um ihn zu heilen. Die Heilmethode heißt Re-Education, Umerziehung. Ein großes Programm zur Umerziehung der Patienten, wie zur Selbsterziehung und Selbstimmunisierung der Therapeuten. Schon wenige Tage nach Beendigung der Konferenz filtern Beamte im Außenministerium die Gedanken der Wissenschaftler aus, die ihnen für eine praktische Umsetzung brauchbar erscheinen. Nach Beendigung des Krieges sind drei Arten von Kontrolle wichtig. Erstens, streng durch das Militär. Zweitens, großzügig durch schnelle Bereitstellung von Freiräumen, die eine neue Entwicklung ermöglichen. Von Trainingsplätzen und Orten für Rite de Passage, wo neue Verhaltens- und Rollenmuster einstudiert und verfestigt werden können. Und drittens, konsequent im Auslöschen des positiven Bildes von einem immer fortwährenden Reich, das den Deutschen bisher eine bis tief ins Mittelalter zurückreichende Genealogie suggeriert hat, aus der sie ihren Überlegenheitswahn ableiteten. Zwischen die Generationen muss ein Keil getrieben werden. Die alte häusliche Hierarchie und das Bild der hier traditionell bestimmenden Figur des Vaters blockiert die notwendigen Veränderungen und muss zunächst in Misskredit gebracht werden,
um dann durch neue Ideale und Symbole ersetzt zu werden. Die Politik Amerikas soll aber keine Rache suchen und bestrafen, sondern zunächst die Verspannungen lösen, die zur Fehlentwicklung Deutschlands geführt haben. Fehler wie die Demütigung der Deutschen nach der Beendigung des Ersten Weltkriegs sind zu vermeiden. Die Deutschen sind Patienten, die an einer schweren Krankheit leiden, aber nach ihrer Genesung Amerikas Partner in einer neuen Weltordnung sein werden. Dafür muss Deutschland ein Marktstaat werden. Die Eigenkräfte der Wirtschaft und deren normative Kraft des Faktischen werden bewirken, dass die Besatzungspolitik einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführt, der automatisch in diese Richtung verläuft. Das wird zum Anschluss Deutschlands an das westliche System einer liberalen Marktwirtschaft und eines unteilbaren freien Weltmarkts führen. Mit den 1943 in Deutschland geborenen 1.539.841 Babys sollte dieser Job beginnen. Am Abend des 17. November 1881 wird Captain John G. Burke, Offizier der 3rd Cavalry der US Army und Amateurethnograf, mit einigen Missionaren und Kolonialbeamten in ein Dorf der Zuni-Indianer in Neumexiko eingeladen, wo Mitglieder eines Geheimordens der Zuni zur außergewöhnlichen Ehre der Fremden einen ihrer charakteristischen Tänze vorführen wollen. Als mit Einbruch der Dunkelheit der Tanz beginnt, wird Burke und den Missionaren unbehaglich. Einige der Indianer tragen amerikanische Armeeuniformen. Einige erscheinen ausstaffiert wie die Kopie eines katholischen Priesters. Plötzlich drehen sich die Tänzer um, werfen sich in einer Linie vor den Fremden auf den Boden und scheinen ein katholisches Abendmahl nachzuahmen. Eine Indianerin tritt mit einem großen Topf Urin in den Kreis, den die Tanzenden mit Herzenslust leeren und zudem jede Menge Exkremente verzehren, mit denen sie sich auch beschmieren. Was, fragen sich die Forscher, Kolonialbeamten und Missionare, geht in den Köpfen dieser Eingeborenen vor. ...1961 findet in Jerusalem der Eichmann-Prozess statt. Es ist der erste Prozess in der Geschichte des Fernsehens, der live aus einem Gerichtssaal übertragen wird. Ich hatte zu gehorchen, ich musste es machen. Mehr kann ich dazu nicht aussagen. Der Prozess beunruhigt die amerikanischen Sozialwissenschaftler und Psychiater und scheint alte Befürchtungen über die Pathologien des eigenen Systems zu bestätigen. Denn die Fernsehbilder zeigen keine organische Erkrankung, sondern die Ursachen der vorgeführten Abweichung vom normalen Verhalten scheinen psychischer Natur und das Resultat von Verletzungen der Seele und des Geistes. Nur feine Abweichungen vom Normalen machen die Krankheit aus. Das bedeutet, alle sind gefährdet. Und ständige Therapien von Kindheit an sind nötig, um den Ausbruch der Krankheit zu verhindern. You are in the middle of a psychological study. Which line, one or two or three, is equal in length to the line on the left? Watch this man.
His eyes, like yours, tell him that line 3 is the correct answer. Up to this point, the rest of the group has been told to make the obvious right choice. But now, unknown to him, they have been instructed to give the wrong answer, and by their unanimity, to pressure him to conform. Will this man conform to the group's incorrect judgment, or will he stick to the evidence of his own eyes? Will he say line 3? Line 1. Was stabilisiert gegen die Verführung, sich den Befehlen oder der Meinung einer Mehrheit in der Gruppe zu unterwerfen? Soziologen und Psychiater suchen nun nach Werkzeugen, um die demokratischen Muster trainieren und dauerhaft verfestigen zu können, die gegen ein obrigkeitshöriges Verhalten immunisieren. Auch der amerikanische Sozialwissenschaftler Stanley Milgram sieht den Eichmann-Prozess im Fernsehen. Unter dem Eindruck der Fernsehbilder fragt er sich, wären auch Amerikaner in der Lage, in direktem Widerspruch zu ihrem Gewissen und unter Berufung auf einen Befehl Menschen zu töten? Sein Experiment ist wie eine Quizshow inszeniert, wobei alle Beteiligten außer der Versuchsperson, dem Subject, in die Inszenierung eingeweiht sind. Die Versuchsperson übernimmt die Rolle eines Quizmasters, der einem Kandidaten, gespielt von einem Schauspieler, Fragen stellt, die dessen Lernfähigkeit testen sollen. Bei falschen Antworten soll der Quizmaster dem Kandidaten, der für ihn unsichtbar in einem Nebenraum sitzt, einen elektrischen Schlag versetzen, wobei die Stromstöße um jeweils 15 Volt erhöht werden müssen. Die Schmerzensschreie des Schauspielers werden von einem Tonband eingespielt. In einem weiteren Nebenraum sitzen Wissenschaftler, die alle Daten des Experiments aufzeichnen. All right, next one, slow. Walk, dance, truck, music. Answer, please. Wrong. 195 volts. Dance. Continue, please. Nice one. Tame. Wolf, bear, dog, cat. Wrong. Answer is bear. 240 volts. Ein ehemaliger Mitschüler von Stanley Milgram in New York, der analytische Sozialpsychologe Philip Zimbardo, geht noch einen Schritt weiter. Er entwirft ein Lernspiel, für das er eine Etage der Stanford-Universität in ein Gefängnis umbauen lässt, das gleichzeitig als Fernsehstudio fungiert, um das Verhalten der als Gefängniswärter und Gefangene kostümierten Versuchspersonen, alles Studenten der Universität, zu filmen. Zimbardo will untersuchen, wie sich das Verhalten während des Spiels durch die äußeren Bedingungen verändert und welche Rolle dabei die Studiodekorationen, die Kostüme, die Spielregeln und die damit verbundenen Faktoren wie Belohnung und Strafe spielen.
Sehr gut. Sehr gut, aber denken Sie daran, dass Sie sich aufrichten müssen nachher. Aha. Ja. Sie haben Zeit genug. Sie müssen aufstehen. Wieder danach. Und? Und? Sie haben noch Zeit genug. Nicht nervös werden. Stehen Sie auf. Stehen Sie auf. Stehen Sie gerade. Okay. When we think about how you begin to address a problem at a national level, the orientation has to be systemic, not dispositional. All of psychiatry, most of psychology, deals with individuals, okay? And what you do with an individual does not necessarily translate to what you do with a society, with a culture. And what psychiatry has totally ignored, and what most psychology has totally ignored, is the power of situations to change behavior. And that's what the Stanford Prison Experiment is all about. That's what the earliest study by Stanley Milgram on blind obedience to authority was all about, is that when we want to understand the behavior of a person, it is not enough, or usually it's irrelevant, to know about their personality. What you have to know is, what is the situation in which they are behaving, okay? Now, and when you want to change behavior, you have to put people in new situations. You'll see me go like this before you start grabbing. All right, set the clock, 60 seconds. We'll count down from there. Seal them in, get the whirlwind going, please. Beat the clock! They always start soon. She is moving. She's going after coupons, too. When you want to analyze behavior, say, here's this setting, you know, from time one to time X, you know, we're going to look at everything that happens, and the categories are going to enable us to decompose this flow of experience into units. Now, the units you look at depend on your interest. So I want to see, you know, interactions of host to contestant, contestant to each other, contestant to the audience. If you're visualizing the audience, you take audience interactions. Sure. La réponse est papier cadeau. There was a game show last year in France called The Game of Death. And essentially what it did is have a contestant in a plastic tube, and essentially, it's in the Milgram study, he had to learn something. When he made a mistake, he got shocked with increasingly high levels. Now the audience is involved, and the audience is the one that says, shock more, shock more, shock more. And what they show is that in the Milgram study, the alarming result was that two-thirds of all average Americans gave this victim full level of shock, 450 volts. The last button on a 30 buttons on a shock generator. In France, it went up to 80%. 80% of the people, and they're yelling, shock him, shock him. And so now you're having ordinary people as the executioners. That message is a terrible message to say. So I look at that and I say, I think less of French people because of that program. Okay. Now, I don't know if the program was successful or not, if it was it continued. What you find on YouTube, if you see clips of Abu Ghraib, if you see clips of what happened in Auschwitz, if you see clips of what happened at Stanford Prison Studies. But it's entertainment TV too, now, today. It's a different kind of entertainment. It's not meant to be funny. It's available for free. It's not profit-making, and essentially gives people access to visual information of all kind. And is there a link between Auschwitz and Stanford Prison Study Abu Ghraib? Yes. That's the power of the media, to capture our attention with the best visuals. And now game shows or comedy shows, you know, create a box, create an environment in which those visuals, you know, reach us in different ways.
But Phil, for what goals do game shows or your own experiments create this box, this environment? Sie haben noch Zeit genug, nicht nervös werden. And so my question again, is the goal of game shows only to entertain people or is it to educate people too? And is it not possible that there's an export-import exactly in the way the German host was talking about in the clip I was showing you at the beginning of our interview? Yeah. I personally have never heard the assertion that American psychiatrists developed games that were used in mental hospitals that then got transported into the media, into American media. It may be so. I have never heard about that in my career, and I seriously doubt it. I seriously doubt it was anything more than a psychiatrist trying some play therapy, game therapy, in a hospital. And there's no evidence that it really made the kind of difference that is reported. Es begann in einem Labor und endet in einem Sanatorium, wo sich meine drei Geschichten nun in einer einzigen aufzulösen scheinen. Hier scheint sich Margaret Meads Traum von hybriden Kulturen in einer paradiesischen Gesellschaft ohne Zwang und ohne vorgegebene Geschlechterrollen zu erfüllen, wo Traditionen und Riten nichts als ein anmutiges Spiel mit sozialen Formen sind. So wie das Wesen einer Persönlichkeit nur Konstruktion ist und durch eigene Entscheidungen geformt wird, ist nun auch der Fernsehzuschauer von dem starren Korsett von Ort und festen Programmzeiten befreit und kann so viel schauen, wie er will, wann er will und was er will. Auch die Deutschen, die ehemals verrückte, die psychisch gestörte Nation, haben nun ihren Platz in diesem Paradies. Der Westen Deutschlands wird nach 1945 das Großlabor, wo öffentlich und für alle Welt sichtbar die Fähigkeiten und Techniken zur Um- und Neuformung dieser Welt geprobt und vorgeführt werden. Einer Welt als kybernetischem System, einem mit Sozialstrukturen zusammenhängenden Rechenkomplex, wo Markt und Demokratie, Aufklärung und rationales Denken im Universalismus der permanenten Revolution ineinander aufgehen und sich die Werte und Verfahren ausformen, die künftig für alle gelten. Die 1943 in Deutschland geborenen 1.539.841 Babys sollten das Material sein, um die Fähigkeiten zur Umwandlung einer totalitären Gesellschaft in eine Demokratie für jedermann sichtbar öffentlich vorzuführen. Das war die erste Generation, die den Prozess der Re-Education, wenig später Reorientation genannt, von Kind an durchlaufen hatte.
In den Biografien der zwischen 1938 und 1945 Geborenen werden die Spannungen dieses Prozesses sichtbar. Denn im kollektiven Unbewussten existieren die grausamen und mörderischen Taten und Fantasien der Elterngeneration fort und führen zu unerträglichen inneren Konflikten, die nur mit Verleugnung und Projektion bewältigt werden können. Das Ausweichen vor unbewussten Schuldgefühlen und innerem Selbsthass führt zu Leihidentitäten und einem gegenteiligen Lebensstil, der als das andere erscheint und dessen Hauptziel es ist, sich von der Identität der Väter möglichst radikal zu unterscheiden. Deutsch wird für diese Generation zum Unwort, die Familie und vor allem der Vater zur Quelle allen Übels und des Bösen. Trotz aller sichtbaren Veränderungen der Patienten bleiben die Therapeuten und Erzieher aufmerksam. War das, was sich an deren verändertem Verhalten ablesen ließ, ein verlässlicher Indikator für die Wirksamkeit der eingesetzten Werkzeuge und Therapien? Taugte, was an den westdeutschen Labormäusen experimentell erprobt worden war, nicht nur zur Absicherung gegen die Pathologien des eigenen Systems, sondern auch um das eigentliche Ziel zu erreichen. Die nun anstehende Umformung der Welt zu der einen One World, wo sich alle Differenzen und Widersprüche auflösen würden. Ein Spiel, um herauszufinden, ob sich die drei Geschichten vom Anfang in einer auflösen lassen, ist zu Ende. Was bleibt, ist die Frage, welchen Einfluss die Konzepte und Ideen von Wissenschaftlern und Entertainern auf die praktische Politik der USA nach Ende des Zweiten Weltkriegs tatsächlich hatten. Nach Beweisen für die Ursachen einer sichtbaren Veränderung, über die in Gesprächen und den Archiven nichts Eindeutiges herauszufinden ist. Zudem illustrieren all diese Akten, Dokumente, Fotografien und bewegten Bilder eine Blaupause, eine Welt der Vorstellungen, der Selbstdeutungen und Denkmöglichkeiten. Was davon aber wirkte? Was kam zum Einsatz? Welchen gegenläufigen Kräften und Konzepten mussten sich diese Ideen und Interessen bei der Realisierung stellen? Und was war und ist die wirkliche Welt? Jenseits der theoretischen Konstrukte, Postulate und Simulationen. Ho, ho, ho.